Ja, moin, liebe Messerfreunde, der Stony hier. Ich habe es ja eben schon im Video angekündigt, dass ich hier so ein paar offene Fragen hatte, beziehungsweise hatte ich dem Wanderkauz gesagt, hier, ich halte mal demnächst mal meinen Nomura ins Bild. Und ja, das wollte ich jetzt auch machen. Und zwar ging es eigentlich um das Bushcraft Black. Ja. Das wollte ich ihm mal zeigen. Also, Wanderkauz. Na komm, stell scharf. Ja, das Mora Bushcraft Black. Sehr, sehr gutes Messer. Kennen sicherlich viele von euch. Dann habe ich natürlich noch. Das sehe ich gerade, die sind falsch rum. So rum gehört das. So, das Companion in Black. Ja, mit der schwarzen Scheide. Auch ein sehr gefälliges Messer. Dann habe ich noch das, ich glaube, das ist das Robust, wenn ich mich nicht irre, weil das hat ein bisschen dickere Klinge. Der Griff ist echt Hammer, das ist richtig geil. Naja, und das 510er Black natürlich, ne? Das sieht man schon mal richtig übelst aus. Also das habe ich schon ordentlich malträtiert und müsste ich auch mal wieder pflegen. Ich habe es jetzt lange nicht benutzt. Ja, ein paar Rostflecken drauf. Die kriegt man aber easy weg. Ja, mehr soll das eigentlich auch gar nicht werden. Ich habe natürlich noch mein bestes Pferd im Stall. Das habe ich natürlich auch noch hier. Tessie! Das halten wir auch noch mal kurz in die Kamera. Das hat mir der Schnorris 58 gebaut. Gibt es ja auch ein Review von mir dazu. Das ist mal richtig geil. Ja, das habe ich, wenn ich draußen bin, halt immer am Gürtel hängen. Ja, mehr soll dieses Video auch nicht sein, ne? Das reicht. Also für den Wanderkauz. Jetzt hast du die mal gesehen und das Mora Bushcraft Black auch. Ja, das war's auch erstmal. 3 Minuten reichen. Bis denn. Tschö, euer Stony.